Jehovas Zeugen in Bruchsal elitär, abgehoben, selbstgerecht. Sie stehen weit über den Menschen. Wie Jürgen Bruchsal erlebte. Heute waren wir in Bruchsal. Wir fuhren wieder von Rüdigers Wohnung mit den Motorrädern dorthin. Die kurvenreichen Nebenstrecken, die Rüdiger wählte, genoss ich sehr. Auf dem Hinweg nach Bruchsal hielten wir kurz mitten in der Pampa am Wegesrand an einer kleinen heiligen Gedenkstätte an, in der ein Heiligenbild stand und dahinter befand sich im Rahmen ein zweites Bild, Foto, von einem Jungen. Rüdiger meinte, er wüsste nicht, was dem Jungen widerfahren sei, ob er ertrunken sei oder so und dass es sich hierbei um Aberglauben handele. Ich dachte in dem Augenblick an den Schmerz der Hinterbliebenen und dass Aberglaube ein kläglicher Versuch ist, damit umzugehen. Als wir dann in Bruchsal ankamen, hoffte Rüdiger, dass keine Zeugen Jehovas anwesend sein würden, denn das wäre das Beste gewesen, aber dem war leider nicht so, wie sich herausstellte. Zunächst sahen wir gleich am Anfang der Fußgängerzone einen Stand der Scientologen. Als Rüdiger einen Repräsentanten fragte, ob er es nötig hätte, Science Fiction zu verteilen, wollte der Mann gerade ausholen, um einen Satz hervorzubringen, als Rüdiger ihm aber zuvorkam mit lautstarken Worten Pfui Teufel, Pfui Teufel. Der Mann beschloss umgehend, ohne ein Wort zu sagen, kehrt zu machen und sich schleunigst zu entfernen. Und das obwohl sie, wie Rüdiger meinte, besonders geschult werden, sich nicht so leicht ablocken zu lassen. Zunächst holten wir uns erstmal in Rüdigers Lieblingsfischgeschäft etwas zu essen auf die Hand, um dann gestärkt unsere Slogans hochzuhalten. Rüdiger erklärte mir noch kurz die Abstandsregeln zu den Zeugen Jehovas, die einen Stand aufgebaut hatten, und erwähnte noch, dass die Zeugen Jehovas die Polizei holen könnten, wenn der Abstand nicht stimmt. Ich empfand die Atmosphäre in der Bruchsaler Fußgängerzone locker und entspannt. Im Hintergrund hörte man einen Akkordeonspieler, der Zigeunerlieder spielte. Die Passanten wirkten gelassen und aufgeschlossen auf mich. Es dauerte auch nicht lange, da kam ein Mann auf Rüdiger zu und ich sah, wie sie sich unterhielten, und ging kurz rüber zu ihnen, um ein Foto zu machen. Der Mann meinte daraufhin erst, er wolle nicht veröffentlicht werden, als er aber erkannte, dass ich nicht zu den Zeugen Jehovas gehörte, sagte er zu mir, wenn er auf unserer Seite, also quasi gegen Zeugen Jehovas veröffentlicht werde, dann ginge das in Ordnung. Ich fand die Reaktion auch in Ordnung. Als nächstes wurde ich von einer Frau angesprochen. Sie erzählte mir, dass ihr Bruder Zeuge Jehovas ist und sie Christin und dass es ihr sehr weh tut, mit anzusehen, was Jehovas Zeugen aus ihrem Bruder gemacht haben, zumal er keinen Kontakt zu ihr wünscht, obwohl er genau über ihr wohnt. Ich sagte, dass dies eine typische Vorgehensweise der Zeugen Jehovas sei. Dann sagte sie noch, dass Christen miteinander spürbar verbunden sind, und dass diese Verbindung ohne Zwang und ohne diesen ganzen organisatorischen Trott, so wie er bei den Zeugen Jehovas herrscht, besteht. Ich konnte ihr nur beipflichten. Das war für mich sehr ermutigend. Christen erkennen sich untereinander und die Verbindung durch den Heiligen Geist bildet eine Einheit mit Jesus an der Spitze. Ehrlich gesagt bewahrheitet sich genau das bei mir, was Rüdiger mal zu mir gesagt hat, und zwar, dass ich Christen treffen werde, die ähnliche Empfindungen haben wie ich in Bezug auf das durch Jesus miteinander verbunden sein. Ein anderer Mann sagte zu mir, ich finde gut, dass Sie hier stehen. Wieder ein kleines Geschenk. Ich bedankte mich dafür. Ich stand gerade vor einem Bettengeschäft, als der Ladeninhaber kurz herauskam, um zu lesen, was auf meinen Schildern stand. Als er alles aufmerksam gelesen hatte, lächelte er nur wohlwollend und ging wieder zurück in seinen Laden. Vielleicht war er froh, dass mal jemand den Mut hat, den Zeugen Jehovas Einhalt zu gebieten, dachte ich. Dann beobachtete ich noch, wie eine etwas ältere Dame der Zeugen Jehovas, die mir absolut elitär und konservativ erschien, auf einen Passanten einredete. Ich konnte zwar nicht hören, was sie sagten, aber sehr wohl erkennen, dass sie ihn nicht loslassen wollte, obwohl er ständig durch Gesten Ablehnung signalisierte. Und wir standen quasi mit unseren Schildern dabei. Merkwürdige Situation. Als hätte sie unsere Aktion zum Anlass genommen, um zu zeigen, wer der Stärkere ist. Etwas später kam dann noch ein älterer Mann auf mich zu mit einem italienischen Akzent. Er sagte, er sei 75 Jahre alt, Italiener und katholisch. Und dann fing er an, mir zu erzählen, dass er in Italien 4 Kirchen leite und als Psychologe unterwegs wäre, aber kein Pfarrer und auch kein Psychologe sei. Ich hatte das Gefühl, als wolle er den Eindruck erwecken, dass er eine ganz große Nummer sei auf seinem Gebiet,
Er hielt mir dann noch Vorträge über den Unterschied zwischen dem menschlichen Geist und dem Heiligen Geist. Er meinte, dass unsere Straßenaktion nichts bringen würde, da die Menschen zu sehr mit Materialismus und Computer beschäftigt seien, als auf den Mann auf der Straße zu hören und so weiter. Vermutlich konnte er die Zusammenhänge nicht erfassen. Ich war erleichtert, als Rüdiger mir zur Rettung kam und dem Mann, der äußerst fokussierend auf mich einredete, ein wenig ausbremste, bevor er noch weiter ausholte. In der Zwischenzeit, während dieser Mann mich abgelenkt hatte, war mir entgangen, dass die Zeugen Jehovas, wie Rüdiger meinte, vorzeitig abgebaut und das Feld geräumt hatten. Rüdiger sagte dann noch aus Spaß zu mir, dass ich ein ganz mieser Mitarbeiter wäre, weil ich mich so ablenken gelassen hatte. Dieser Tag gab mir das Gefühl, dass unsere Aktion nicht umsonst war. Rüdiger und ich waren uns einig darüber, dass sich das Projekt von selbst trägt und dass wir den Erfolg nicht ermessen können. Das überlassen wir einzig und allein unserem Schöpfer Jesus. Wie Rüdiger Bruchsal erlebte. Direkt am Anfang begrüßte mich ein Paar. Jürgen sagte, die haben dich gerade gegrüßt. Aber da waren sie schon zu weit weg. Das Feedback der Passanten war überwältigend. Von der ersten Sekunde bis zum Schluss sprachen viele Menschen mit uns und nicht wenige bekannten im Gespräch Jesus als ihren Herrn. Jehovas Zeugen mussten das alles schweigend und gut versteckt unter ihrem Pavillon miterleben. Sie wurden vom ganz normalen Leben heftig gefrustet und bauten überpünktlich ihren Gratis-Literaturverkaufsstand ab. Diese Leute hatten keine Schnitte bei den Menschen. Selbst die Mega-Super-Elite-Zeugin Jehovas, die immer versuchte, in unserem Rücken Menschen direkt in Werbegespräche zu verwickeln, musste einsehen, dass sie mit ihrer blutigen Botschaft vom Königreich Jehovas nur auf offene Kritik stieß. Die Menschen im Bruchsal sind sensibilisiert und ich danke Jesus dafür. Neben den Zeugen Jehovas waren auch die Scientologen mit von der Partie. Diese Science-Fiction-Lügensekte wurde aber durch traurige Gestalten vertreten, die noch nicht einmal ein etwas strengeres Wort verkrafteten. Volunteers Minister stand auf ihren Jacken, was bedeutet, wir stehen hier ohne Lohn und ohne Sinn und Verstand. Alles was wir tun, machen wir umsonst. Jehovas Zeugen dagegen waren repräsentiert durch Menschen, die durch ihr Äußeres anzeigten, wir sind euch millionenfach überlegen. Diese Leute hätten besser Lobbyismus im Europaparlament machen können. Sie hatten in alle ihre Facetten die absolute Überheblichkeit eingebaut. Innerlich überheblich, äußerlich angeberisch elegant und festlich gekleidet. Die Jehova-Elite grüßt den Rest der Welt. Eigentlich waren wir ganz schön spät dran. Die Strecke nach Bruchsal war teilweise gesperrt. Und in Baden-Württemberg werden die Sperrungen oft erst angekündigt, wenn man nur noch 100 Meter von der Sperrung entfernt ist. Wir haben aber nichts verpasst. Jehovas Zeugen erfüllen in Bruchsal scheinbar nur noch ihre Bücherstandpflicht, um den Kampf gegen die Kritiker nicht einfach aufzugeben. Sie stehen da wie Wachsfiguren, lassen sich noch diesen oder jenen Trick einfallen, kommen aber auf keinen grünen Zweig mehr. Selbst die super edle Zeugin Jehovas mit den weißen Haaren, dem unbeweglichen Gesicht und der militärisch ordentlichen Körperhaltung konnte an diesem Fakt nichts mehr ändern. Ihr Auftreten war absolut unauffällig und sie erreichte bei ihren Gesprächsopfern nichts. Dagegen liefen bei Jürgen und mir unheimlich viele Gesprächsinteressierte auf. Manfred, den ich schon mehrfach als Gesprächspartner hatte, und viele, viele andere, die ihre Liebe zu Jesus bekundeten. Jürgen kam mehrfach herüber, um mir zu sagen, wie sehr es ihn beeindruckte, dass die Menschen ganz offen auf ihn zukamen, um mit ihm zu sprechen. Aber es gibt hauptsächlich eben auch die Passanten, die erst die Schilder lesen und dann einen Blick auf die Zeugen Jehovas werfen und dann nachdenklich werden. Die Jagdgründe der Aufklärung sind ewig. Die Aufklärungsarbeit ist nach wie vor notwendig, weil Jehovas Zeugen mit ihrer Verführung nicht aufhören können. Das innere Programm der Wachturmdoktrin ist Verführung um jeden Preis. Der Tag war wunderbar. Kein Stress, keine Organisation in unserem Rücken, kein Zwang, Stunden abzuleisten, keine Termine, nur Genuss und Ehrlichkeit. Wer sich auf Jesus verlässt, der für jeden ohne Organisationen wie die Wachturmgesellschaft oder die katholische Kirche erreichbar ist, erlebt die pure Freiheit und erkennt oft gar nicht, was Jesus durch ihn bewirkt. Religion macht Druck. Religion ist Unterdrückung. Jesus befreit und schenkt die echteste Gelassenheit, die man sich vorstellen kann. Jehovas Zeugen sehen das alles live, wenn wir in Bruchsal unsere Schilder hochhalten, und überlegen dann nur noch,
wie früh sie abhauen können, ohne das Gesicht zu verlieren. Jehovas Zeugen sind der Inbegriff der religiösen Unterdrückung, für die man sich nach ihrer Lehre etwas ausrechnen kann. Der Leistungsdruck der Wachturmgesellschaft ist das Kreuz bzw. der Marterpfahl, den Jehovas Zeugen auf sich nehmen. Dass dies nicht das Kreuz Christi ist, das sie auf sich nehmen, wollen sie erst gar nicht wissen. Wenn Jehovas Zeugen auch nur den Hauch ehrlichen Denkens hätten, würden sie sich dieser Wachturmerpressung nicht unterwerfen können. Der Selbstbetrug, der darin liegt, dass sie an Jesu Stelle eine Organisation setzen, ist die Triebfeder, die sie nicht zur ehrlichen Einsicht kommen lässt. Sie glauben gar nicht an Gott, sondern haben nur die billig berechnete Hoffnung auf ein weltweites menschliches Revolutionsprogramm. Sie sind diesen menschlichen Aktivitäten ausgeliefert und können nicht auf Gott vertrauen. Sie arbeiten für Menschen, hoffen auf Menschen und folgen einem Konzept, das vom Kommunismus nicht weit entfernt ist. Menschen, die so weit gehen und akzeptieren, dass in ihrer Religion Menschen verbluten müssen für einen Gott mit menschlich erfundenem Namen, stellen sich wie Pinguine übertrieben edel gekleidet in die Fußgängerzone von Bruchsal und versuchen, andere Menschen zu ihrer weltpolitischen Organisation zu verführen. Scheinbar wissen sie nicht, was sie tun. Aber diese Erklärung reicht nicht aus. Viele wissen, dass sie Satan dienen, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas in Essen, die ihre Hand als Teufelszeichen geformt in den Himmel reckte und sagte, zurück zum Vater. Die Sache geht weiter und ich freue mich, dass die Schilderhochhalterei greift. Jehovas Zeugen kratzen am Boden des Topfes und ekeln sich davor. Für sie ist der Büchertischdienst in Bruchsal zum Brechmittel geworden. Das Einzige, was ihnen aus der Klemme hilft, ist hochprozentige Hochnäsigkeit, aber nicht ihr Gott. Jehova ist nicht existent. Jehova kann nur ein Deckname für Satan sein.